Sonnenkollektoren, soweit das Auge reicht. Neu-Hardenberg in Brandenburg, der größte Solarpark Deutschlands. Gut 40.000 Haushalte soll die Anlage demnächst mit Energie versorgen, falls die Sonne scheint. Für Betreiber Rudolf Haas ein lohnendes Projekt. Von daher ist hier gelungen, die Vereinigung von Ökonomie und Ökologie in einem Maße, wie es eigentlich sonst kaum vorstellbar ist. Nicht kleckern, sondern klotzen, so das Motto, wenn es in Deutschland um Ökostrom geht. 23.000 Windräder sind bisher errichtet. Dazu kommen 7.500 Anlagen für die Gewinnung von Biogas. Und insgesamt 1,2 Millionen Solarmodule, Weltrekord. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist damit bereits in diesem Jahr auf 25% gestiegen. Für 2020 sind 40% von der Regierung angepeilt, im Jahr 2050 sogar 80%. Doch das hat seinen Preis und der wird immer höher. Jetzt muss Umweltminister Altmaier eingestehen, die Kosten laufen aus dem Ruder. Hier hat es in der Vergangenheit Fehler gegeben, aller Beteiligten, über alle Parteigrenzen hinweg. Und ich habe mir vorgenommen, genau diese Fehler für die Zukunft zu vermeiden. Doch jetzt bekommen die Bürger sie erst einmal zu spüren. Denn mit jedem Griff zum Toaster oder zum Wasserkocher subventionieren sie den Ökostrom. Künftig mit 5,3 Cent pro Kilowattstunde. Für einen 3-Personen-Haushalt sind so die monatlichen Kosten von rund 40 Euro im Jahr 2000 auf stolze 75 Euro bis heute angestiegen. Und es wird noch teurer, sagt der renommierte Umweltökonom Joachim Weimann. Was wir gerade tun, ist, wir bauen unsere Energieversorgung komplett um. Und wir werden am Ende ein Energiesystem haben, bei dem wir Energie aus verschiedenen Quellen schöpfen. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Und wenn Sie dann auch noch daran denken, dass wir ja das meiste an Strom dann gerne aus den Offshore-Windanlagen hätten, dann ist das recht klar, dass es sehr teuer wird, weil die sind richtig teuer. Zudem bekommen die Ökobetreiber ihr Geld staatlich garantiert. Bis zu 20 Cent gibt es für die Kilowattstunde und das über 20 Jahre. Für Kritiker die falsche Subvention. Was wir da machen, ist Planwirtschaft pur. Und dass Planwirtschaft nicht funktioniert, naja, das haben wir eigentlich, sollten wir eigentlich schon begriffen haben. Aber so richtig durchgesickert ist es offenbar doch noch nicht, denn wir machen die gleichen Fehler, die früher in der Planwirtschaft gemacht wurden, heute auch wieder. Dabei ist die größte Herausforderung der Energiewende noch nicht gelöst. In Deutschland versteckt sich die Sonne nicht nur zur kalten Jahreszeit oft hinter Wolken und auch der Wind bläst nicht immer wie gewünscht. Konventionelle Gas- und Kohlekraftwerke müssen deshalb zusätzlich in Reserve bleiben, die Energieversorgung sichern. Wenn die nur noch ein paar Tage oder Wochen im Jahr laufen insgesamt, dann produzieren die nicht mehr genug Strom, um ihre Kosten zu decken. Das heißt, man muss dann die stillstehenden Kapazitäten bezahlen. Wie gesagt, es wird teuer. Doch von den Zusatzkosten werden die großen Stromverbraucher, wie dieses Stahlwerk, weitgehend verschont. Aber auch andere energieintensive Unternehmen müssen die Ökoumlage kaum bezahlen. Aus Wettbewerbsgründen im internationalen Markt, so die Bundesregierung, für die grüne Opposition ein gefundenes Fressen. Die deutschen Verbraucher müssen 5 Milliarden Euro aufbringen, um die Stromsubvention für Hähnchenmastanlagen, Golfplätze und Ähnliches zu bezahlen. Das muss beendet werden. Stattdessen wollen sich jedoch immer mehr Unternehmer von der Ökoumlage befreien lassen. Die Zahl der Anträge ist auf 2000 gestiegen. Selbst die Kanzlerin hält das für überzogen. Ich setze auf die Bereitschaft aller, einen vernünftigen Weg zu finden, wie wir Umweltfreundlichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit des Stroms auch hinbekommen. Dann wird Deutschland für viele Länder auf der Welt ein Beispiel sein, wie man eine moderne, zukunftsfähige Energieversorgung hinbekommt. Und deshalb glaube ich, dass sich die Mühe lohnt. Solarbetreiber Haas jedenfalls ist von der Zukunft der Erneuerbaren überzeugt. Weil wir uns damit als Verbraucher auch davor schützen, dass wir in der Zeit, wo dann fossile Energieträger noch knapper werden, dann unbezahlbare Energierechnungen bekommen. Für den Unternehmer jedenfalls wird sich die 200 Millionen Investition lohnen. In gut 10 Jahren sind die Kosten wieder drin. Dann soll die Sonne für satte Gewinne sorgen.